Hallo, liebe Kanalabonnenten oder auch Nichtabonnenten. Ja, eigentlich gibt es gute Nachrichten, zumindest in Bayern. Der Söder will ja diese Impfpflicht für bestimmte Berufe, eigentlich Institutionen, weil das liegt ja nicht nur am Beruf, sondern es müssen ja dann alle im Haus geimpft sein, an einem Krankenhaus oder im Pflegedienst, die da tätig sind, sogar die Putzfrau und Hausmeister, die will er aussetzen. Das ist eine gute Nachricht, vor allem auch für mich. Ich werde weiterhin ungeimpft bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie er sich das vorstellt, weil es ist ja ein Bundesgesetz. Und er kann nicht so ohne weiteres ein Bundesgesetz komplett aushebeln. Zumindest wird ihm das ein gewisser lauter Fluss schwierig machen. Er kann es umgehen, vielleicht indem er dann die Gesundheitsämter, die sind ja dem Land unterstellt, dann anweist, kein Arbeitsverbot auszusprechen. Damit würde er es auch umgehen, aber den Prozess selbst, dass die Krankenhäuser oder die Arbeitsstätten erst mal das Personal melden muss, das ungeimpft ist, das wird erst mal bleiben. Aber, jetzt kommt das große Aber für mich. Das ist halt alles sehr, sehr unsicher. Es steht auf tönernen Füßen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es wirklich so kommt. Wenn es so kommt, toll, dann können vielleicht Bayern seinen Pflegekräftemangel aufstocken, weil dann werden vielleicht Leute, die in anderen Bundesländern ansässig sind und dort ihren Beruf nicht mehr ausüben können, ja, nach Bayern abwandern. Und dann haben wir endlich mal Leute, die wir einstellen können. Denn am Klinikum, da haben wir immer Personalprobleme. Ich glaube, das gilt für ganz Bayern. Es gibt hier kein Krankenhaus und keine Stelle, die wirklich gut besetzt ist. Wir ringen jedes Jahr um Stellen, um Leute. Wir stellen ein, meist im Oktober. Und ja, dann sind spätestens im Mai nächsten Jahres schon wieder die überbesetzten Stellen weg, weil irgendwelche Leute dann gehen und abwandern. Ist leider so. Im Pflegedienst, also wir am Klinikum, beschäftigen zurzeit so ca. 2000 Leute. Selbst bei einer Impfquote von 90%, wenn 10% davon, lässt sich echt ausrechnen, sind 200 Leute, dann ab 15.03. nicht mehr arbeiten würden. Und da gehen wir nochmal von der Hälfte aus, also nur 100. Die anderen 100, die wird man doch noch überzeugen, dass sie sich impfen lassen, leider. Dann sind 100 Leute zu wenig da. Jetzt sollte man wissen, dass auf der Station zwischen 20 und 30 Leuten sind. Gehen wir mal vom glücklichsten Fall aus 30 Leute. Das heißt, wir müssten drei Stationen stilllegen. Ach, warum nicht einfach unterbesetzt fahren? Ja, das geht vielleicht auf manchen Stationen, auf denen das Pflegeuntergrenzengesetz nicht greift. Auf den Stationen, wo es greift, da muss die Besetzung stimmen. Sonst müssen wir Strafe zahlen. Das ist nicht unerheblich. Also wird man ganz einfach Personal von den Stationen abziehen, die kein Pflegeuntergrenzengesetzbindung haben, in denen es noch nicht beschlossen ist. Wird auch noch kommen, dass da was kommt in der Richtung, dass dann für die auch was gilt. Aber derweil kann man ja was abziehen oder sie komplett zumachen. Das heißt, man baut Betten ab letztendlich. Im OP werden auch vielleicht einige Kräfte gehen. Da kann man nicht so schnell jemand nach. Man kann nicht einfach eine Krankenschwester, die auf Station arbeitet, jetzt in die OP schicken. Dazu ist eine Fachausbildung erforderlich. Dann schließen wir halt, sagen wir mal, nur einen OP von unseren ganzen OPs. Intensiv weiß ich nicht, wie es da aussieht, aber ich gehe davon aus, dass man da auch entweder Einzelbetten schließen muss. Ich glaube, dass da ein lauter Fluss nicht reingeht, um sich ans Bett zu stellen und hier Grundpflege zu machen. Oder was auch immer. Der hat leicht reden, was man ihn darauf angesprochen hat. Sagt, ja, so viel sind das ja nicht und das geht schon. Ja, ich glaube, er täuscht sich. Wenn wirklich die 200 Leute bei uns gehen würden, das wären 8 Stationen. Oder naja, ein Drittel dessen, was wir betreiben. Und das wäre fatal. Das wäre pro Station 15 bis 20 Betten, die wegfallen. Könnt ihr selbst rechnen. Ich wünsche dann keiner mehr, dass er ins Krankenhaus muss, weil die Pflege sicherlich bald noch mehr überlastet ist, mehr überarbeitet ist. Man versucht es dann vielleicht auch durch mehr Arbeit zu kompensieren. Aber das wird die Leute
runterziehen. Es wird nicht lange dauern, wenn auch die dann sich über den gelben Schein kranken melden müssen, weil sie es einfach nicht mehr packen. Und dann wird es noch weniger und dann wird es noch problematischer. Und Nachwuchs, wer will denn noch in die Pflege? Die Pflegeschulen, die sind bei weitem nicht mehr so gut besucht, wie es mal war. Entsprechend kriegt man auch weniger Personal. Ja gut, dann greift man das Personal aus dem Ausland zu, haben wir schon versucht. Ist schief gegangen, woran scheitert es? Es scheitert daran, dass die Leute dann kein Deutsch können und die müssen ja ihre, also die Befunde in dem Kardex lesen können, also der Patientenakte lesen können, die Anordnungen des Arztes verstehen können, die müssen den Patienten verstehen können. Und wenn die nicht bereit sind, innerhalb kürzester Zeit Deutsch so gut zu lernen, dass sie das können, sind es für uns nicht geeignet. Ist traurig, aber es ist so. Sonst würden wir vielleicht auch mehr auf diese Leute zugreifen. Oder aber, was wir auch schon versucht haben, wir haben versucht, Syrer, Pflegekräfte aus Syrien, die hier herkommen, ja, einzustellen. Wir haben sie zum Praktikum eingeladen und mussten sie am zweiten Tag wieder heimschicken, weil sie konnten nicht in den Aufenthaltsräumen, in denen die alle frühstücken, weil da waren auch Frauen dabei und sie können sich mit Frauen an einen Tisch setzen. Ist kein Witz, ist so. Was willst du da mit den Leuten anfangen? Du musst sie nach Hause schicken. Ich sag mal gut, 70-80% des Pflegepersonals sind Frauen in Deutschland. Es ist immer noch ein Beruf, in dem Männer unterbelegt sind. Vielleicht ist er nicht so attraktiv jetzt, außer im OP da, ja, und intensiv, da gibt es auch mehr Pfleger, aber auf Station sind es eigentlich überwiegend Frauen. Das zweite aber, das ist noch viel größer, das ich habe, ist, es ändert ja nichts an der finanziellen Lage, an der Inflationsrate. Unser Lauterfluss hat ja über 500 Millionen Impfdosen gekauft. Ich bin nicht genau informiert, was eine Dosis kostet. Aber man kann es ja mal einfach hochrechnen, wenn man das eruiert, 500 Millionen mal eine Impfdosis. Aber da sehe ich eigentlich auch nicht das Problem, weil das Problem ist ja eigentlich, wofür hat er 500 Millionen Impfdosen bestellt? Ich glaube 550 waren es genau. Bei 80 Millionen Bürgern frage ich mich, wo sollen die ganzen Impfdosen hin? Die reichen ja für 5 Impfungen, nicht bloß für 2 und Booster. 80 Millionen mal 3. 80 Millionen Bundesbürger, roundabout, mal 3, das sind 240 Millionen Impfdosen. Warum 550? Und noch dazu ist das ein Impfstoff gegen die Wuhan-Variante, also gegen die erste Variante. Wie die wirkt, ich glaube, da habt ihr genug Infos drüber. Ja, eine Schutzimpfung im herkömmlichen Sinne ist es auf jeden Fall nicht, weil es schützt sie nicht, das sagt die Regierung selbst. Es ist nur ein geringerer, schwerer Verlauf zu erwarten. Auch das bezweifle ich, das ist jetzt meine Meinung. Ja, was haben wir dann noch? Unsere neue Spitze, unsere neue Bundesregierung, unsere Ampelregierung. Ja, ich sag mal, die Blackout-Gefahr wird zunehmen, nachdem die Grünen hier immer mehr Steuern auf Treibstoffe wie Diesel und Benzin haben wollen und scheinbar denen es auch egal ist, wenn es mal über 3 Euro geht. Jetzt aktuell schon bei über 1,70 Euro, 1,76 Euro der Liter. Ja, das wird die Portemonnaies von uns ganz schön runterziehen. Ihr braucht nicht glauben, dass ihr eine Lohnerhöhung kriegt. In der Höhe könnt ihr knicken. Was haben wir noch so an Problemfällen? Ja, der Ukraine-Konflikt. Scholz lehnt sich da auch ganz groß aus dem Fenster, droht den Russland. USA versucht jetzt noch in Slowenien das Militär aufzustocken und denen einen Vertrag zu schließen. Also es geht alles in Richtung, das sage ich sehr ungern, weil ich nicht hoffe, es geht in Richtung, ja, Krieg. Russland ist sicherlich nicht unschuldig, aber die NATO auch nicht. Man hat Russland damals zugesichert nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird keine NATO-Erweiterung Ost geben. Daran hat man sich nicht gehalten. Mittlerweile sind sehr viele früher Ostblockländer in der EU und in der NATO, und dass Russland das nicht gefällt. Leute, wenn irgendjemand hier meinen Zaun versetzt und meinen Garten haben will, dann bin ich auch sauer. Ist zwar ein blöder Vergleich, er hinkt ein bisschen, aber
letztendlich. Und dieser, ja, dieser Typ in der Ukraine, dessen Namen ich jetzt lieber nicht sage, der ist ja auch eher ein rechtsradikaler oder radikaler Typ. Warum man dem jetzt den Rücken stärkt und warum die USA dem schon mal Waffen verkauft hat für mehrere Millionen Dollar? Aber wir wissen ja, die USA hat schon immer eigene Interessen verfolgt und das war sicher ein lukratives Geschäft, denen da Waffen zu verkaufen. Ja, was wird noch so auf uns zukommen? Die Zinspolitik der EZB, die jetzt schon seit, ich weiß nicht wie lange, Nullzinsen oder Negativzinsen hat, die wird so weiterlaufen. Denn würde man jetzt das Zinsniveau anheben, würden die Staaten und einzelne Geschäfte schlichtweg pleite gehen. Wie lange das noch gut geht, das ist eine andere Frage. Ich habe schon in anderen Videos gebracht. Betreibt Vorsorge, besorgt euch wenigstens für 3 Wochen Lebensmittel und zu trinken. Habt einen Plan, redet mal drüber vernünftig. Ich meine, man muss da keine Panik schieben. Die Panik ist sowieso immer der schlechteste Berater in so einer Geschichte. Aber die kommenden Zeiten werden nicht einfacher. Und gerade für die Leute wie mich jetzt, ich werde dann wahrscheinlich hier, wenn das nicht klappt mit Söders Aussetzung der Impfpflicht, werde ich dann auch einige Monate kein Geld bekommen. Kündigen können sie mich nicht so leicht. Ich bin 60% schwer beschädigt und habe einen besonderen Kündigungsschutz. Aber ja, es wird trotzdem schwierig werden, dann diese Zeit zu überstehen. Das heißt, wir sparen jetzt schon im Vorfeld so viel es geht weg, um dann diese Zeit zu überbrücken. Sparen, habe ich auch schon ein paar Videos dazu gemacht. Man kann sich aus der Natur bedienen, man kann günstig irgendwo auch noch, ja, sag mal, einkaufen. Es gibt Läden und auch Versandstellen, die ja krummes Gemüse anbieten oder fast abgelaufene Waren oder Waren, die jetzt unter einem anderen Logo verkauft werden und da ist das Umverpacken scheinbar zu teuer und deswegen werden die billiger verkauft. Auf jeden Fall kann man da schauen, ob man noch was sparen kann. Selbst einmachen, die Versorgung ein bisschen strecken, indem man Gemüse im Garten anbaut, indem man ein bisschen mehr auf Nutzgarten umstellt. Hat man keinen Garten und nur einen Balkon, auch auf dem Balkon kann man das machen. Ich habe jetzt so ein Hydrokulturprojekt mal angefangen. Ich werde es dieses Jahr mit einer kleinen Idee weiterführen, aber ansonsten werde ich die 10 Liter Eimer, ich habe so ungefähr 40 Stück, die werde ich dazu benutzen, auf dem Balkon mit ein paar dieser Eimern dann Zucchinis und Tomaten anzubauen und Buschbohnen. Ich habe ja letztes Jahr leider sehr viel Pech gehabt mit meinen Schneckenplagen im Garten. Ich habe dann irgendwann im Juni, Juli gesagt, ich höre auf mit dem Gärtnern, weil es keinen Sinn mehr hat. Wenn man jeden Tag 50, 60 Schnecken abliest und selbst die Kartoffeln runtergefressen sind bis auf die Stängel, dann macht das keinen Sinn mehr. Auf dem Balkon erwarte ich also nicht so eine große Schneckenplage. Und die Buschbohnen, die habe ich in alten Mörtelbottichen, habe ich Erde rein, die ziehe ich da. Das zeige ich vielleicht mal in einem Video, wenn ich jetzt wieder anfange im Garten was zu machen. Zurzeit ist ja noch nichts großartig am Start. Das heißt, die dicken Bohnen könnte man jetzt schon sehen, hätte man schon Anfang Februar sehen können. Ich habe jetzt noch ein bisschen abgewartet. Ja, was kann man noch tun? Schauen, dass man sich irgendwo noch eine zweite Einnahmequelle aufbaut. So nebenher, so eine kleine. Mal ausmisten, die Sachen bei eBay verkaufen, die man nicht mehr braucht. Oder so auf Aushängeboards, wo man Sachen verdecken kann, noch ein bisschen Geld machen. Viel mehr Möglichkeiten hat man im Moment nicht. Einkochen, die Restchen, die man sonst immer wegschmeißt, ganz einfach nicht wegwerfen, sondern noch versuchen, die haltbar zu machen. Das geht natürlich nur, wenn kein Mehl und sowas da drin ist. Da kann man die auch noch einkochen. Notfalls auch bei 80 Grad über einen längeren Zeitraum, 30, 40 Minuten, wenn es nicht zerfallen darf wie Obst und Gemüse. Oder wenn es Fleisch ist oder Sachen, die zerfallen dürfen, Kompott oder sowas, dann auch im Schnellgartopf, im Dampfdrucktopf,
bei 110 Grad, aber dafür bloß 10, 20 Minuten. Da gibt es auch schöne Tabellen für, vielleicht verlinke ich auch mal so eine nette Schrift, die ich habe. Natürlich unten in der Videobeschreibung, also da unten. Wenn ich es noch finde, da steht alles über Sterilisationsverfahren und auch die Berechnungsformel drin, was es so gibt. Und ganz Sachen auch Salate mit Salz, habe ich auch im Video, einlegen und so eine Milchsäuregärung machen. Das Zeug hält dann selbst, ohne dass man es warm macht, ohne dass man es heiß macht, ziemlich lange in den Gläsern, weil das saure Milieu verhindert, dass da andere Schadbakterien kommen. Ja gut, man muss es mögen. Ich esse gerne sauer. Dennoch, es sind noch viele, viele Probleme offen und viele, viele Probleme werden noch auf uns zukommen. Und ich muss sagen, leider, weil gegen vieles werden wir uns nicht wappnen können und auch nicht vorbereiten können. Damit wäre ich schon wieder mit dem kleinen Thema heute zu Ende. Wie gesagt, rechnet nicht damit, dass es sich in diesem Jahr noch großartig bessert. Ja, 2022 wird meiner Meinung nach kein gutes Jahr. Es hat schon schlecht angefangen. Und es wird auch schlecht zu Ende gehen. Wir werden vielleicht 2023 oder 2024 bessere Aussichten haben. Bis dahin versuche ich euch zu informieren, so ein bisschen noch Ratschläge zu geben, was man tun kann. Vielleicht mache ich auch noch mal eine kleine Serie zum Bug-Out-Thema. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Ausrüstung gekauft, die möchte ich auch mal ausprobieren. Und da nehme ich dann vielleicht meine Kamera mit, um euch zu zeigen, was so abgeht. Versucht euch möglichst breitflächig aufzustellen, aus möglichst vielen Kanälen zu informieren. Wie gesagt, wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ich weiß, man abonniert nicht gerne, hat man so viele auf der Sidebar hängen. Aber mir wird es schon helfen, jetzt in der Situation mal ein bisschen weiterzukommen, mehr Abos zu kriegen. Ich weiß, ich habe ursprünglich gesagt, darauf lege ich keinen Wert. Mittlerweile, ja, muss ich sagen, vielleicht lässt sich damit auch, wenn noch mal ein paar Euro rumkommen, ein Zweiteinkommen erzielen. Im Hinblick darauf, dass ich dann, ja, ich habe eine Impfunfähigkeitsbescheinigung bis Mitte Juni, dass ich danach dann, wenn ich nichts mehr verdienen kann, dann vielleicht doch noch ein paar Euro kriege. Es müssen nicht viel sein. Mir würde in der Woche schon 30 Euro reichen, die da reinkommen würden. Ja Leute, zum einen tolle Nachrichten, zum anderen ja doch wieder depressive. Über meine Depressionsphase bin ich jetzt wieder raus. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder mehr machen kann für YouTube und auch für andere Dinge. Ja, aber ja, es ist halt trotzdem schwer, wenn man jeden Tag Nachrichten schaut. Die schaue ich schon gar nicht mehr, es deprimiert mich einfach zu sehr. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind alle irgendwo. Und allen voran unser lauter Fluss, der jeden Tag im Gegatze Nonsens von sich gibt. Abonnieren, wenn ihr über neue Uploads informiert werden wollt. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder runter freuen. Wenn ihr das Thema interessant findet, teilt es mit euren Freunden.